Und da sind wir auch wieder zurück aus der Pause zur zweiten Runde dieses Best of Twos zwischen Kid SC aus Karlsruhe und DCT Gaming Stars aus Darmstadt. Ja, hier geht's dann gleich weiter und ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ob man da Phytak wieder in Richtung Sejuani sieht oder ob man da gewisse Bands aus dem Vorgame sieht. Also, ich sehe da definitiv den Orianna-Bann, weil die Shockwaves dann doch sehr, sehr gut waren. Und ja, Boosted Baby hat mit Lee Sin dann doch trotzdem leicht ganz hakeligen Earlys dann sehr, sehr schön performt. Schöne Kicks gelandet, schöne Insects gespielt. Also, sehr, sehr clean an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, der Captain First Pick hat sich auf jeden Fall bewiesen auf Seiten von Kid SC. Also gerade im Late Game hat da Thorax ordentlich Schaden reingehämmert und den sollte man vielleicht dann ja wirklich in Betracht ziehen, den Mann, dass man ihm da die Kette nicht überlässt. Sache ist halt natürlich, es gibt jede Menge andere AD-Carries, die eigentlich genug Range besitzen und halt einfach dann auch im Late Game so ein Monster sind. Und ja, ist jetzt wirklich die Frage, woran es halt wirklich lag. Es war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für den Early Game und den Mid Game Lead. Auf jeden Fall Boosted Baby auf Lee Sin und Ice Fox auf die Orianna, wie du schon gesagt hast. Und ja, trotzdem ist er halt auf jeden Fall durch die Gaming State Game gekommen. Ne? Also trotzdem konnte Kid SC nicht den Lead wirklich direkt so ausarbeiten, dass sie dann direkt ganz klipp und klar das Game dann finishen, sondern wurden da halt immer wieder halt aufgehalten und jedes Mal von DCT Gaming abgebremst, einfach wegen den Picks von Stuy auf der Syndra. Und da muss sich auf jeden Fall Kid SC auf der anderen Seite dann Sorgen machen, ob sie dann vielleicht Stuy ja, auf einen anderen Champion setzen wollen. Ja, auch gerade, wenn ich sehr stark fand im Spiel gerade von Kid SC, Liam Noah auf Poppy. Also, ich finde, super, super stark performt. Der hat mit seinen Flash E, also Flash Wallram, sehr, sehr stark mit dem Charge CC verteilen können. Und er hat das auch gut gesehen. Das war gut antizipiert. Er stand gut. Also, generell Liam Noah auf Poppy, ein absolutes Biest. Sehe ich auch als Bann eventuell für das nächste Game. Und, was man da sehen könnte, ob da vielleicht ein AD Carry Ban kommt, weiß ich nicht. Der Jhin Pick ist zwar eigentlich immer nicht schlecht gegen Caitlyn, aber ja, er hat sich jetzt eben leider nicht ganz so durchgesetzt oder nicht ganz so bewiesen. Auch wenn der Curtain Call immer eine sehr, sehr gute und sehr, sehr effektive Ultimate ist, aber ja, also Thorax hat da auch sehr, sehr gut performt, definitiv auf Caitlyn. Ja, und haben da auf jeden Fall auch jedes Mal die Lane-Kontrolle behalten. Was eigentlich, ja, okay, natürlich, Caitlyn Nami ist auch eine starke Lane, aber eigentlich Jhin Karma, ja, hat man, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß es nicht ganz genau, auch von der Jungle Pressure sah es eigentlich ziemlich ausgeglichen aus. Also, es war jetzt nicht so, dass da jetzt jemand gecampt wurde und deshalb die Lane da gewonnen hat. Deshalb, ja, bin ich echt gespannt drauf, wen sie respektieren, wen sie halt mit Bans da vollpumpen werden, im schlimmsten Fall. Und ja, welche Champions dann halt wieder rausstechen. Letzte Pick- und Bannphase wurde darüber gehovert, über den neuen Galio. Der hatte auf jeden Fall auch, denke ich mal, wunderbar funktioniert. Ich meine, ja, ich glaube, nee, das war auf der anderen Seite. Das war auf Seite von DCT Gaming, glaube ich, die darüber gehovert sind. Haben sich Genau, dann für ja. den Trundle entschieden. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, Trundle, der Split Push, also die Split Push Pressure kam nicht so ganz raus. Ich glaube, eine Situation gab es ganz, wo dann Liam Noah, ja, sag ich mal, sich gezwungen, wo er dann gezwungen war, zurückzugehen, um halt einfach da gegenzuwirken gegen den Trundle. Aber ansonsten, denke ich mal, kann man auf jeden Fall für einen anderen Top-Laner gehen. Ja, definitiv. Und wir sehen jetzt hier schon wieder die ersten zwei Bans. Die sind wie im Vorspiel auch Zac und Shen, hatten wir vorhin ganz kurz angesprochen. Shen mit einer sehr, sehr hohen Map-Pressure durch die Ultimate, durch den Stand United und Zac einfach mit super, super vielen und super, super starken Ganks. Und natürlich auch eine hohe, hohe Synergie mit eventuell einer Orianna, die wir eben gerade auf Ice Fox gesehen haben. Die Bans nicht sehr überraschend und da ist er auch. Wie schon gesagt, Stewie band hier dann eben noch Orianna raus. Ja, da keine Orianna für Ice Fox. Ich denke, es wird ihn nicht zu sehr treffen. Ich glaube, er hat da noch Nein. einiges parat, auf jeden Fall an Champions. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, ob auch wieder Boost Baby sich wieder für ein bisschen entscheiden wird. Ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall, sobald er halt gebannt wird, dass wir den dann wieder sehen werden. Und mit Lee Sin zusammen kannst du halt alles Mögliche spielen. Ja, also da gibt es so wunderbare Kombos. Und natürlich, was sie machen können, ist gerade einfach, dass sie sich dann in der zweiten Rotation direkt die Syndra nehmen. Da kommt dann die Syndra. Also das werden wir dann erstmal nicht vom Boosted Baby sehen. Und das gibt auf jeden Fall Future ein bisschen mehr Freiraum. Genau, also der ja natürlich sehr, sehr gut
auf Sejuani performt hat, aber ich denke, da wird man dann vielleicht auch in eine andere Richtung gehen, weil eben Kid SC sehr, sehr schön da dagegen gespielt hat, weil eben das Problem ist, wenn man zu viel klumpt, sage ich mal, wenn man zu weit vorne steht, jedes Mal steht man eben Gefahr, dass man so eine Ultimate abkriegen könnte, und das hat Kid SC sehr, sehr gut gespielt, deswegen denke ich eher nicht, dass Hytrak da wieder für Sejuani gehen wird. Und wir haben den ersten Pick auf seitens der D-City Gaming Stars, und zwar ist es Lulu. Lulu war open und sie wird gepickt. Sehr, sehr starker Pick. Extremer Power-Pick, gerade wenn man da noch einen Kog'Maw pickt. Eventuell könnte man den jetzt im Gegnerteam herauspicken, auch wenn er First oder Second Pick nicht so sehr... er ist halt sehr immobil dann, ne? Ja, ich glaube, das wäre auch, glaube ich, die richtige Vorgehensweise, einen richtig guten, starken Attack-Speed-Eddy-Cam, glaube ich, wegzunehmen. Und vor allem, denke ich mal, Syndra einfach jetzt nicht Stui zu überlassen. Weil ich denke schon, dass er sehr comfortable auf diesem Champion ist und einfach da sehr viele Picks auch generiert hat. Aber man entscheidet sich ja doch dann für Vladimir und für Graves. Und ich denke mal, ja, Graves auch ein wunderbarer Carry-Jungler. Kann jetzt aber im Early-Game nicht so viel ganken, was wir davor ja von Boosted Baby gesehen haben, aggressiv gesehen haben, dass er da jedes Mal invaded hat, gegankt hat, alles mögliche im Early-Game, nur um sein Team zu helfen. Und mit Graves, da bist du ziemlich in deinem eigenen Jungle gefangen. Du brauchst halt die CS, du brauchst den Farm, weil du möchtest halt einfach selber Items für dich ergattern. Klar, man will natürlich selber scalen mit Graves. Ab dem Midgame ist natürlich da sehr, sehr viel Pressure da. Und man kriegt, so wie es aussieht, sogar den Kog'Maw gepickt. Man pickt ihn, ja. Und dazu noch den Ivan. Also man hat jetzt hier Double Support für Kog'Maw. Das ist eine super, super, super starke Protect die Hyper Carry Comp. Also gerade mit Ivan Shielden, die Ivan Q, dass man Catches landen kann. Daisy natürlich, wir kennen es alle in der Solo Q. Super annoying, super, super stark. Ein sehr, sehr gutes Mittel, um da zu pushen, um Fights einzugehen. Also gefällt mir sehr, sehr gut, dass man hier dann quasi die Double Support für Kog'Maw spielt. Und da würde sich natürlich, hätte sich sowas in Orianna angeboten, weil man da noch ein Schild hat, um weiter für Kog'Maw zu peelen, aber. Bin mal gespannt, was man da noch weiterpickt oder was man da jetzt dagegen pickt. Ich meine, Kog'Maw trotz alledem sehr, sehr immobil. Also den kann man auf der Lane schon recht punishen, auch wenn man da eine Lulu dabei stehen hat. Also bin ich mal gespannt, in welche Richtung das jetzt von Kid SC geht. Ja, und sie haben sich auch selber die Caitlyn gebannt, was, glaube ich, eine ziemlich gute Antwort jetzt hier wäre. Einfach Caitlyn, wunderbarer Laning-Champion. Aber nichtsdestotrotz haben sie den Vladimir. Und mit Vladimir, mit der Ultimate, wenn man halt rankommt an den Kog'Maw, dann kann man denen auf jeden Fall da ordentlich Schaden zufügen. Er gibt ja natürlich mehr Schaden auch dem ganzen Team da zusammen. Darius und Poppy jetzt zusammengepickt. Ich bin da nicht ganz von überzeugt. Ich denke, also erstens ist jetzt erstmal die Frage, wie wollen sie das jetzt hier ganz spielen? Wen schicken sie wohin? Darius mit der Top-Lane ist halt einfach, du wirst so easy outkited. Und gerade wenn du so eine Comp siehst, du siehst Kog'Maw, Protect the Kog'Maw kommen und dann pickst du Darius rein. Ich glaube, ich denke nicht, dass da sie irgendwie die Chance haben, mit Darius da ranzukommen. Keine Ahnung. Ja, also das sehe ich da ziemlich ähnlich. Zwar Poppy wahrscheinlich jetzt auf Support-Position. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es kein Graves AD Carry ist. Poppy als Support. Ich meine, ja klar, Kog'Maw ist sehr, sehr immobil. Den kann man natürlich gegen die Wand chargen, aber das ist sehr, sehr schwierig und wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Da ist wohl von jemandem der Launcher ausgegangen. Darius war wohl ein Client-Bug, dass die konnten wohl nicht picken oder sonstiges und deshalb war dann, ja, dann wird halt einfach random Champion ausgewählt und da kam es halt einfach zu Darius. Deshalb glaube ich, kam es da zu diesem Fehler. Werden wir jetzt erstmal überprüfen, werden wir erstmal gucken und ich denke, ja, wenn halt diese, bis dahin natürlich die Picks und Bans alles Mögliche bleibt, ne, bis zu dem gewissen Darius-Pick. Und ja, müssen wir dann gleich die Pick- und Bandphase resetten. Und ja, also da glaube ich, der neue Client immer noch führt zu kleinen Problemen. Wir haben uns echt schon gewundert, Darius into den Kog'Maw. Das ist einfach nur kompletter Selbstmord. Sollte man niemals machen. Und ja, sind wir auf jeden Fall dann gleich gespannt drauf, sobald wir dann wieder in die Pick- und Bandphase reinschalten, wie das dann hier verläuft. Genau, also was man dann da eben sich pickt, genau, wir sehen es gerade, wird uns gerade geschrieben, nochmal Client-Bug von Icehawx. Das passiert, das ist natürlich gar kein Problem, wird natürlich einfach das gleiche gepickt und gebannt bis dahin und mal schauen, wie man da trotzdem drauf antwortet, weil man hat eben, ich bin ja sehr, sehr fasziniert von dieser Botlane. Kog'Maw Lulu ist einfach super strong, meiner Meinung nach auch die stärkste Botlane mit Abstand. Und man hat einfach super viel Schaden. Zwar ist man relativ
relativ immobil mit Kog'Maw, aber auch Jhin ist relativ immobil. Also, was ist, es sind beide sehr immobile Champs und trotzdem bin ich da sehr, sehr gespannt, ob man da den Kog'Maw mit dem Double Support, also mit Ivern und der Lulu, ob man das so durchkriegt oder so durchspielen kann, dass man ihn dauerhaft protected bekommt, weil dann ist wirklich viel Schaden im Haus. So, der Darius war ein Placeholder wohl für Karma. Also da sollte Karma wohl für eingeloggt werden. Und ich denke mal auf jeden Fall mit einer Karma. Ist eine gute Antwort auf die Lulu auf der anderen Seite. Kann man, glaube ich, gut gegenhalten. Trotzdem, was ich mir immer noch, ja, wie ich mir immer noch die Frage stelle, ist halt einfach, was möchten Sie aktiv gegen diesen Kog'Maw unternehmen? Ich hätte halt wirklich, wie ich schon davor gesagt habe, erstens gerne einen Syndra gesehen, einfach nur, um es erstmal Sturi wegzunehmen und halt einfach auf der anderen Seite, ja. Einfach mal eine ganz klare Ultimate zu haben für Kog'Maw, falls mal irgendwie jetzt nicht das ganze Team um hier herum ist und einfach schon einen ordentlichen Batzen Schaden direkt einfach nur mit einem, ja, mit einem einfachen Knopf sozusagen auszuführen. Ich denke mal, Syndra wäre auf jeden Fall echt eine gute Wahl. Und ja, bin ich gespannt drauf, was sie da weiter nehmen würden. Weil selber Grace ist jetzt, er kann nicht wie ein bisschen die Plays machen und einfach mal Kog'Maw ins ganze Team kicken, sodass dann halt einfach X-Bunny keine Chance hat. Mit Graves bist du selber halt auf einer Distanz halt, auf so einer gewissen Reichweite zum Kog'Maw hin. Und wenn er halt die ganzen Schilde und sonstiges abbekommt, dann hast du da keine Chance und kannst halt nicht sehr viel machen. Man muss da wirklich dann gezielt zusammen als Team wirklich, ne, einfach den ganzen Schaden raushauen und halt hoffen, dass es halt reicht, durch die ganzen Schilde und sowas alles durchzubursten, um dann halt den Kog'Maw direkt rauszunehmen. Weil ansonsten, sobald er diese Burst-Kombo überlebt, dann kann er einfach nur weiterhin geschildet werden und einfach durch das ganze Team durchschießen. Genau so sehe ich das auch und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin von der Kit SC-Team kommt gar nicht so überzeugt gerade gegen das. Also mir fehlt da irgendwo der aktive Backline-Dive, wie es vielleicht auch ein Olaf haben kann, der Ragnarök zündet und dann nach hinten durchrennt, weil man eben so ein extrem starkes Team hat. Also das Team, in dem Fall die Team-Comp, allein von der Pick-and-Ban-Phase her. Allein so die theoretische Teamcomp, wie sie natürlich gespielt wird, ist natürlich individuellem Skill dann abhängig. Aber die Teamcomp von Darmstadt gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist ein richtig gutes Team. Also ich freue mich sehr, sehr auf dieses Spiel. Ja, vor allem Vitek auf seinem Maokai, ne? Und das will man eigentlich gar nicht sehen, dass Vitek diesen Champion bekommt und damit auch, bin ich halt echt gespannt drauf. Mit Ivan ist ganz klar, Ivan muss in den Jungle, deshalb werden sie auch dann swappen, denke ich mal, dass dann Vitek auf der Top-Lane spielt. Und ja, also da kann er uns dann endlich mal jetzt zeigen, was er da mit dem Maokai alles drauf hat, wie sehr die Erfahrung halt ja jetzt natürlich zur Geltung kommt. Zum Vorschein kommt gegen Poppy gerade. Ich meine, davor konnte sich Liam nur schon gut gegen den Trundle behaupten, der ein eigentlich ordentlicher Lane-Bully ist auf der Lane, also der jedes Mal ordentlich ein Stückchen rausbeißt und ja, gegen den Maokai sollte da eigentlich hier im Noah noch eine bessere Zeit haben. Ich bin echt gespannt drauf, wie hart sie die Botlane da fokussieren wollen, weil auf den restlichen Lanes sieht es eigentlich sehr angenehm aus. Wirklich, ja, Poppy gegen Maokai sollte nicht viel passieren und auch in der Mitte Anivia gegen Vladimir. Also, die werden sich da auch einfach, wenn einfach um die Wette farmen. Und dann Jungle halt auch eher passiv. Klar, Ivan hat da gutes Playmaking-Potential und er sollte wirklich aufpassen, dass er nicht zu nah an Boost Baby auf den Graves rankommt. Weil er einfach dann natürlich, wenn das Q an der Wand sitzt, dann geht es da ordentlich ja, dem Ivan an den Kragen. Da bin ich gespannt drauf, wie da wirklich die Jungle halt, worauf sie den Fokus legen und ja, wie gesagt, ob sie wirklich dann wirklich knallhart Tunnel Vision auf den Botlane setzen und wir da halt die ganze Zeit dann ja 5v5 Botlane sehen werden. Genau, und eben, jetzt nochmal auf den Jungle zurückzukommen. Man hat zwar eben mit Ivan den Playmaker, also man hat mit Ivan einen super, super starken Supportive Jungle. Ich bin bloß gespannt, wie es da der Grave, also wie es Boosted Baby da exekuten wird. Ich meine, vorher seine Lee Sin Performance war sehr, sehr gut, das hat er sehr, sehr schön gespielt. Ich bin gespannt, also, weil generell ist es ja so, wenn jetzt quasi der Graves zum Ivan in den Jungle rennen würde, was wahrscheinlich passieren wird, wie spielt es da Ivan? Ich meine, die Lane muss definitiv moven, das 1v1 wird er höchstwahrscheinlich verlieren und bin ich mal gespannt, wie man da als Graves und oder als Ivan an die ganze Sache rangeht. Beide Champs sehr, sehr können sehr, sehr gut snowballen, gerade wenn man Lanes hat, die bei Ivan eben sehr schön hinterherziehen oder eben der Graves durch seinen sehr hohen Schaden. Da bin ich mal gespannt. Und gut, zum Midlane-Matchup, Icefox auf Vladimir gegen Anivia, da müsste man jetzt wissen, zum Beispiel kann Vladimir unter der Wall durchpoolen?
Weißt du das zufällig? Wäre so eine Mechanik? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Wall ist halt, wie halt auch die Wall ist halt insgesamt das Rift, dass man da genau, halt dann gar nicht durch kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Vielleicht gibt es da ein paar Plays, ja? Ja, da könnte auf jeden Fall ein paar Plays, könnte man zustande kommen. Ich meine allein schon, dass er den Stunner einfach dodgen kann und dann halt einfach mal nicht die Hälfte seines HPs mit einer Combo von Nvidia verliert. Ist ja auch schon etwas. Und ja, wie trotzdem halt auch allein schon, wie du sagst, Vladimir Pick und Poppy Pick. Es sieht auch ziemlich gut aus für das Push-Verhältnis von jetzt hier von Kit SC, dass sie da halt wirklich jedes Mal eigentlich den Vorteil, den Push-Vorteil haben sollten auf der Lane und dann einfach ja diese passiven Lanes, diese Farm-Lanes von Darmstadt, dass sie da ganze Zeit zurückrennen, diese zurückdrängen werden und somit halt Boosted Baby die Option geben, jedes Mal für den Invade zu gehen. Und das ist halt echt, also deren Winning Condition, wenn sie da die Kontrolle des Jungles einnehmen, weil Alpha Delphi eigentlich alles machen muss. Ne? Er muss wirklich gucken, dass seine Lanes halt über die Runden kommen, sozusagen, durch dass sie die Sache halt überleben. Und ja, er hat Glück, dass er nicht gegen die Sinn oder sowas antretet, sondern halt wirklich nur gegen Graves, der jetzt nicht der beste Ganker ist. Aber wenn es halt wirklich mal dazu kommen sollte, und vor allem wenn sie dann echt gute TP-Usages noch machen mit Liam Noah, wirklich Dive nach Dive vollziehen, weil man sieht ganz klar, Darmstadt muss gehen, Darmstadt braucht erstmal die Items, aber wenn sie diese bekommen, dann sieht es halt wieder echt gut für sie aus. Ja, da auf jeden Fall sehr, sehr spannende Lanes. Ich finde, auch gerade mit Aminivia, du kannst halt mit Aminivia, auch wenn eben Vladimir Pool, und wir kennen es alle, dass man da gut rauskommt, auch mit seinem Lifestyle, man kann mit Aminivia schon sehr, sehr gut und sehr, sehr lange stallen. Man hat super viel Wave-Clear mit der Ultimate, also da bin ich generell, also wie jedes Spiel, man ist gespannt auf das Spiel, aber gerade dieser Aminivia-Pick, der ist ja jetzt auch wieder stark im Kommen, bin ich sehr gespannt, wie man das da in dem Fall jetzt zum Beispiel eben executed. Man hat sehr, sehr viel Stall-Potenzial und auch der Vladimir-Pick, also generell das Midlane-Matchup und auch die beiden Champs individuell auf den Teamfight gesehen, sehr interessant. Ja, und damit sollten wir dann auch gleich ins Game schalten. Hier die zweite Runde Kit SC Gaming gegen ja, die City Gaming Darmstadt gegen Karlsruhe. Und ja, es steht bis jetzt 1-0 für Kit SC. Können sie es jetzt hier zu einem 2-0 direkt durchziehen mit ihrer aggressiven, ja, sag ich mal, eher, ne, Graves, Vladimir, hier so eher so. Ist jetzt die Frage, die Performance der einzelnen Spieler ist wichtig eher bei ihnen. Kann jetzt hier einer herausstechen, das ganze Game carryen? Oder gewinnt dann einfach das grandiose Teamplay von DCT Gaming? Können sie hier mit ihrer Kog'Maw oder Protected Kog'Maw-Kombo überzeugen und halt einfach die ganze Sache dann im Late Game für sich entscheiden? Sie gehen auf jeden Fall jetzt erstmal für den Invade und treffen hier direkt auf Liam Noah und ja, der Flash ist raus. Ja, da ist schon mal der Top-Lane-Flash geholt. Wollte ihr covern, kam vielleicht ein bisschen zu spät an. Und ja, also ich denke nicht, dass es unbedingt gelangt hätte auf den Kill, aber auf jeden Fall einen Flash gekriegt. Das ist sehr, sehr stark, dass Poppy hier keinen Flash mehr hat auf der Toplane. Muss gerade selber erstmal wieder hin und her sortieren. Und ja, also generell Protected Kog'Maw auch mit dem Maokai Ultimate, mit dem Schild. Das kann sehr, sehr gut funktionieren hier. Und Tristana habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Gerade also bei uns in Oni-Liga oder generell. Ich bin gespannt, wie die läuft. Also, weiß nicht. Ich habe es in letzter Zeit nicht mitbekommen, dass sie gepickt wurde. Ja, und vor allem halt auch direkt Longsword und mit Keksen mit am Start. Also, sieht man auch nicht allzu oft. Aber dasselbe macht auch Kog'Maw. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, beide wollen hier ja, Blade of the Rune King direkt als erstes angehen. Und ja, Jungler starten auch, wie es aussieht. Ja, gut. Graves startet auf der Botlane. Ivan braucht keine Hilfe. Das ist einfach das Tolle an diesem Held. Und du als Ivan Jesus, ja, solltest das ja natürlich auch, glaube ich, gerne sehen, dass hier Ivan gepickt wird. Also ich freue mich immer über diesen Held. Ich finde, es ist einfach so unique wirklich, was man alles mit ihm machen kann. Und man sieht es auch gerade, man killt seinen eigenen Jungle und geht direkt für den Invade. Genau, also Ivan, wie du schon sagst, ich liebe diesen Pick selber. Sehr, sehr toller Champion. Ich finde, das ist einfach ein super gutes Design. Und er hat jetzt seine zwei Camps markiert, geht in den Red Side Jungle von Graves, holt sich das Camp hier ab. Jetzt treffen sich die beiden Schildes raus. Er hat hier noch eine Wand, aber muss das Ganze flashen. Da kann Boosted Baby noch hinterher. Ja, die Q und man kommt ja auf seitens Alpha Dave ganz, ganz locker weg. Auch wenn man hier den Flash nutzen musste, aber es ist schon mal kein Red Buff für Graves. Und
gerade im Early, ach, das ist schon, das ist halt einfach nur ärgerlich. Das ist nicht schlimm, also es ist jetzt kein absoluter Beinbruch für Graves, aber es ist halt einfach sehr, sehr ärgerlich. Und er geht hier auch noch für den Counter-Invade, hat sich jetzt Alpha Dave, hat sich das Camp geholt. Boosted Baby macht recht viel Schaden. Alpha Dave stand an der Wand, das könnte ein Fehler gewesen sein, hat kein Flash mehr. Ab jetzt musste hier Graves hinterher flashen, kriegt das First Blood. Stewie und Phytax sind da, aber der geht hier nicht für den Execute. Alpha Dave kriegt hier den Kill, das ist auch gar nicht so schlimm, aber war jetzt ein bisschen, ja, war schwierig, ne? Also Graves Early Schaden sehr, sehr gut mit der Q gerade gegen eine Wand und Alpha Dave hat sich halt leider Gottes genau an die Wand angestellt. Ja, also da wirklich, was auch immer da gerade abging von den beiden Junglern, auf jeden Fall ist es eigentlich von Vorteil von Alpha Dave. Er hat jetzt seinen Smite ab, kann halt einfach mit Alpha instant ein Camp klären und hat auch jetzt schon so den Vorteil. Jetzt erstmal Wow. Vorteil, Flash daher, da ging's echt fast schon zum zweiten Kill, aber da kommt einfach Boomster Serious und nimmt ihn auseinander. Ach du grüne Neune, die Kog'Maw-Lane zeigt auf jeden Fall direkt die Dominanz. Ja, man kennt das natürlich, der gute alte Lulu Flash Glitterlanze, sehr schön hier noch den Kill gesaved. Auf jeden Fall keine Summoner Spells mehr hier. Obwohl, sie haben gar nicht Thorax. Hat noch Flash und I Stole Your Soul auch noch Flash. Pupsa Sirius hat hier seinen Flash genutzt, aber den Kill natürlich auch bekommen. Bunny auch ohne, aber wie du es gerade gesagt hast, also da sieht man die Lane einfach mit Kog'Maw super viel Reichweite, denn der Attack Speed dazu sehr, sehr stark an der ganzen Stelle. Hat jetzt hier nochmal die Wave eingepusht und kann dann wahrscheinlich gehen beide back. Ivan wieder in Richtung Gegner-Jungle. Also der hat Lust, Graves dem Farm zu denyen. Ja, es hat einfach Ivan, ne? Das ist einfach der Champion, verdammt nervig, wenn man dagegen spielen muss. Und ja, hat auch auf jeden Fall, gleich, wenn er seine Camps da dann halt auch geklärt hat, sollte wieder den Vorteil haben. Alpha Dave ist jetzt Level 4 und Boosted Baby Level 3. Und das erinnert ein bisschen auch ans letzte Game. Also Boosted Baby einfach, weil er so aggressiv ist, fällt er da halt echt von XP-mäßig gern zurück am Anfang. Und ist jetzt die Frage, ob Alpha Dave im Gegensatz zu Phytax das vielleicht ein bisschen besser ausnutzen kann. Ich meine, kann auf jeden Fall mit dem Ivan, hat halt einfach mehr Optionen als der Sejuani. Und da bin ich gespannt drauf, wie er das dann ausnutzen wird. Gerade ist, sobald er Level 6 wird, also wir kennen das alle aus der Solo-Queue, ich erinnere da immer ganz gerne ran, ein Ivan, der kann dann mit Level 6, der geht die ganze Zeit auf Botlane und versucht, quasi zu diven. Jetzt du hier nochmal am Move. Ice Fox ist da. Das Ignite ist auch raus. Nein, ist nicht raus. Sah jetzt bloß so aus. Ice Fox droppt sehr, sehr low, aber der hat seinen Lifesteal. Die Wall, Ice Fox flasht hinterher. Stewie muss jetzt hier aus der Sache auch rausflashen. Und Alpha Dave macht jetzt hier noch seinen Busch, macht hier zu. Währenddessen Toplane, der gute alte Tankfight. Wir kennen ihn, Liam Noah, wieder auf Poppy. Ja, also, wie gesagt. Auf was ich hinaus wollte, eben ab Level 6 kann Ivan da, der wird wahrscheinlich die ganze Zeit Richtung Potlane laufen, jedes Mal, wenn die Ultimate ab ist und es wird versucht zu diven. Also bin ich mal gespannt, ob er da ab Level 6 auch wirklich richtig Powerplays bringen wird oder zeigen wird. Auf jeden Fall, Ice Fox kam leider jetzt nicht dazu, sein Ignite einzusetzen, war nicht ganz in Range und damit natürlich muss er jetzt auf einen Kill verzichten. Auf was er aber nicht verzichtet, ist auf jeden Fall die CS, denn wenn man einfach mal drauf schaut, schon ganze 20 mehr. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine direkte Message hier an Stui auf Anivia. Normalerweise ist Anivia halt auch berühmt fürs Farm, aber wenn du gerade gegen Vladimir dann antreten musst, dann sieht die ganze Sache anders aus. Er ist natürlich da einfach von, ja, mit der Ressource seines eigenen Lebens. Ja, es hat einfach, kommt er nicht in diese Probleme, dass er da irgendwie zu wenig Mana hat oder sonstiges und kann halt einfach da jedes Mal Stui unter Druck setzen. Und ja, das müssen sie halt weiter noch ausnutzen. Also sie müssen wirklich die Kontrolle der Lanes behalten, wirklich dieses Push-Vorteil, den wir in der Pick-and-Bun-Phase angesprochen haben, müssen sie beibehalten, jedes Mal die Lanes reindrücken. Das hat einfach Boosted Baby weiterhin mit einfach diese 1v1s gegen Alpha Dave ausführen kann. Weil bis jetzt, beide stehen 1 gegen 1-1 und wenn es halt so weitergeht, umso mehr Items Boosted Baby hat, umso einseitiger wird dieses 1v1 für Boosted Baby hinauslaufen. Genau so schaut's aus, aber man muss dazu sagen, jetzt weil du den Farmer gesprochen hast von Stui, ich meine, es ist halt noch Pre-6, ich denke mal ab Level 6 wird es dann, hat er gerade eben bekommen, vielleicht noch ein bisschen besser laufen, aber 20 Farm ist halt schon mal eine Ansage. Hier nochmal den Schaden rausbekommen, Ultimate jetzt von Icefox draußen, hat jetzt hier gepoolt, Kamera auf Toplane, Füter gegen Liam Noah, die beiden Tanks, hat sich immer noch die Köpfe ein, Mitte ist jetzt kein Kill gefallen, hat hier noch disengagen können an der Stelle, Stui jetzt ohne
Flash, Icebox genauso. Und jetzt ist die Wall da, der steht richtig lang in der Ultimate. Der Ignite des Rauch raus. Und Alpha Dave hier mit der Q nochmal den Kill abgesandt. Also schön hier geroamt. Und es geht gleich weiter. Boosted Baby auf dem Weg Richtung Alpha Dave. Und Botlane moved, aber hier kann nichts geholt werden. Ja, trotzdem schon mal jetzt hier der erste Kill, also auf Stuhl da drauf, ist ziemlich gut jetzt hier für die City Gaming, also dass da halt einfach Stuhl ein bisschen mehr Luft hat zum Atmen, auch mit dem Level 6 gerade, wie du es gesagt hast, kann er da auch besser farmen, müssen sie auch, denke ich mal, dann gleich mit dem Blue Buff, läuft es dann einfach noch besser für ihn und jetzt auch Alpha Dive kann hier einfach mal in den gegnerischen Jungle rein und zwei Blue Buffs mitnehmen. Das ist dann einfach der Vorteil an Alpha, dass da einfach jedes Mal eine Kopie sozusagen rumliegt, die sich dann ein Teammate nehmen kann und damit ja eine Lulu mit Blue Buff mit dem Kog'Maw zusammen, das tut weh. Ja, das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft hier für die DCD Gaming Stars und der eigene Blue Buff ist natürlich auch ab. Da kann jetzt Ivan dann eben ganz entspannt zu seinem Blue Buff gehen und den Anivia geben. Wir alle wissen, Anivia sehr, sehr manalastig. Die freut sich natürlich auch drauf. Und jetzt ist Boosted Baby hier auf der Botlane. Zeigt sich nur mal kurz ein. Kriegt eine Glitterlanze auf Long Range ab und hat hier nicht wirklich Chance zu ganken. Ist auch schwierig eben mit Braves. Lanes zu ganken, bei dem man nicht eben sehr schnell viel CC kriegt und mein mit Karma hat man quasi, also hat man zwar trotzdem die W, aber die kommt eben nicht so schnell durch, gerade gegen den Movement Speed von Lulu und Kog'Maw, wenn die auf Max Range bleiben, sollte der CC da nicht durchgehen. Ja, wir haben es halt davor gesagt, ne, Graves ist nicht der beste Ganker und auf der Botlane, wenn sie halt so reingepusht ist, ist es einfach ein riesiges Problem. Auch Karma, ja klar, Movement Speed ist ja alles schön und gut, aber es fehlt einfach wirklich dieser HCC und den können sie halt einfach da nicht bringen gegen X-Bunny auf dem Kog'Maw. Und deshalb denke ich auch, sollte da Boost Baby auch nicht so sehr auf der Botlane da was versuchen. Jetzt muss er erstmal aufpassen, dass er nicht am Red Buff getötet wird. Genau, Alpha Dev geht jetzt hier ran. Boost Baby muss den ganzen Sache auch noch flashen. Liam Noah ist auch da und Phytak genauso. Also die beiden Bäume mit dem Vogel quasi. Stewie moved jetzt ja auch noch. Icefox wird nicht von der Q getroffen. Der Red Buff ist weg. Also da an der Stelle wieder schön gespielt hier von Alpha Dev. Also der fühlt sich auf jeden Fall richtig, richtig wohl auf Ivan. Das merkt man, also der spielt das auch echt gut. Einen Graves zu pressuren ist gar nicht so einfach. Und vielleicht auch nochmal, wenn man den Farm anschaut von Ivan zu Graves, ist zwar jetzt hier gleich im Stellenwert, während die Botlane Thorax muss hier, kriegt die Ultimate von Bunny. Wow, der Schaden war ja jetzt immens mit dem Lulu-Schild oben drauf. Also hier den ersten Kill gekriegt auf Kog'Maw, also richtig stark noch mit der Ultimate, noch gesniped mit der Artillerie. Und Toplane, Tankfight, kennen wir. Kennen wir, aber ja, jetzt nochmal auf der Botlane geht's nochmal heiß her. Haben da keine Möglichkeit hinterher zu kommen. Und jetzt geht Phytak aber doch dann noch ordentlich an den Kram mit jede Menge AP. Obwohl er da den Red Buff hat, wird er hochgestattet, muss flashen. Kommt da vielleicht nochmal raus. Er rennt da wirklich um sein Leben. Lianuna möchte aber nur den Kill haben. Schafft er es noch einen Autotech? Er reicht mit dem Q. Nimmt er sich den mit. Und auf der Botlane, Boosted Baby, fällt da. Toplane, der Turm, dann nochmal den Kill finisht und damit ja ein 2:1 hier für DCT Gaming. Also es läuft gerade echt alles einfach nur in ihrem Vorteil. Ja, die executen das sehr, sehr gut. Und worauf ich ganz kurz vorhin hinaus wollte, wenn man sich den Farm von Graves und Ivan anschaut, 33-34, dann kann man davon ausgehen, dass Ivan mehr Gold hat, weil man eben, es ist von der Verrechnung her anders, wenn ich jetzt quasi mit Ivan die Golems mache, kriege ich 2 CS, wenn ich die mit Graves mache, sind es 11, also das wird leider nicht mitverrechnet, das kann man sich immer mal merken, wenn man sieht, dass Ivan genauso viel CS-Wert hat wie der eigene Jungler oder eben andersrum, dann ist man weit im Goldvorteil und jetzt geht's wieder los, Stewie. Die wollen alle auf Boosted Baby, habe ich das Gefühl, also die wollen ihm hier keinen Vorteil gönnen. Botlane muss I Stole Your Soul jetzt auch wegflashen vor Alpha Dave, der mit Daisy hier einfach patrouillieren kann. Ja, und nochmal die Sache ist halt auch, dass Ivan viel weniger braucht, um halt viel effektiver zu sein. Also er braucht nicht wie Graves die krassesten Items irgendwie, um da Schaden zu machen. Macht so schon gut Base-Schaden und es geht ja auch nicht eher darum, es geht ja mehr um die Utility. Und das ist auf jeden Fall mit dem Athens Unholy Grail gegeben. Hat die Cooldown Reduction, hat den Sustain und jetzt auch noch den Drachen für sein Team geholt. Ja, da spielt das hier richtig stark und wahrscheinlich werden wir dann auch noch Items sehen, wie die Redemption und Amulette Eisen in Solari einfach
super supportive. Jetzt I Stole Your Soul mit dem Schaden, mit dem CC auf Alpha Dave. Aber Korkmaul ist da. Lulu steht noch mit dahinter. Liam Noah versucht jetzt hier den CC auf Korkmaul zu bringen. Aber der muss jetzt ein bisschen raus, bis in die Backline. Icefox Ultimate auf zwei Personen. Füter steht mittendrin. Und tankt aber richtig gut. Lulu Ultimate noch hinterher. Jetzt ist der Baum groß genug. Icefox mit dem Pool. Stewie ist auch da. Schöne Ultimate und schöne Wall hier jetzt nochmal hinterher. Stewie mit dem ersten Kill. Liam Noah jetzt auch relativ low. Icefox hat keinen Pool mehr. Bunny geht trotzdem hinterher und tankt und tötet. Ist ja egal, er hat genug Schilder. Also hier ein schönes Powerplay nochmal gemacht. Zwei Leute abgeholt. Und kann jetzt hier schauen, dass man den Botlane Tier 1 pusht. Ja, also klingt auf jeden Fall den Turm. Und es war halt einfach wieder wunderbares Teamplay hier von DCT Gaming. Die machen das echt super schön. Einfach mit dem Teleport von Phytak direkt gecallt. Einfach mal, wie er Boosted Baby da aus dem Leben gebröstet hat als Maokai. Da sieht man auch ein bisschen einfach mal die Erfahrung, dass er genau weiß, wie viel Schaden er da zu welchem Zeitpunkt macht. Und ja, da geben sie einfach keine Chance. Sie haben den nötigen CC. Sie haben einfach alles Mögliche, um wirklich die Carries die Möglichkeit zu geben, die ganzen Kids da abzusahnen. Ja, und einfach X-Bunny, der war unberührt den ganzen Fight. Also wirklich, niemand kommt irgendwie an den Kopf mal ran. Und selbst wenn, dann kommen die ganzen Schilde. Und es gibt halt einfach, ja, keine Chance hier für Kid SC, da im Moment an diesen Kog mal ranzukommen. Und auch Stewie, wenn er nur seine Träne hat und jetzt in Richtung Katalysator, also in Richtung Rod, dann vielleicht auch noch baut mit einem Doranz, ist er noch nicht zu extrem viel Schaden in der Lage, aber die Ultimate unten, wir haben es gesehen, mit der Wall dazu einfach richtig sahnig, super viel Slow und der Schaden ist ja dann doch auch sehr gut, wenn man da sehr lange drin steht, also war generell als Team sehr, sehr schön rotiert und sehr, sehr schön gespielt. Und Freetag auch mit dem Double Norance. Also, wie du schon sagtest, da ist Schaden da. Und jetzt sehen wir es, Lulu und Kog'Maw orientieren sich Richtung Toplane, um da dann Tower abzureißen. Man spielt das gleiche Spiel wie zuvor auch. Pushen, pushen, pushen. Die wollen die Objectives. Und die werden sie wahrscheinlich auch kriegen. Jetzt wirklich die Frage, wie die Sache hier weiter vonstatten geht. Sie gehen hier weiter auf den Toplane-Turm, haben da auch Phytak zur Unterstützung, aber auch Boost Babys da am Start. Leider ist da ja kein Teleport auf Liam Noah. Der ist auf der Botlane zu sehen und ja, dementsprechend haben sie auf jeden Fall da die Option. Nur leider, ja, ist auch Stuhl nicht am Start, deshalb ist er ein 3 gegen 3 auf der Toplane. Aber man sieht es ja gegen Kog'Maw, da kann man im Moment nicht viel machen. Und ja, ich glaube, da fehlt noch eine Person auf DCT Gaming, sonst hätten die schon gleich safe, aber es scheint so, ja, es wird alles mögliche natürlich benutzt, um einfach die Wave zu klären, um halt einfach den Turm zu denyen, aber mit der nächsten Wave, da könnten sie vielleicht den Turm holen, Phytak geht aber zur Base. Genau, und auch schön hier, dass wir es nochmal sehen, ganz kurz, um es anzumerken, Alpha Dave dann auf die Botlane geroamt, um eben gegen Liam Nord in den Botlane Tier 1 zu verteidigen, also schöne Roamings hier. Und jetzt wieder Stewie gegen Icefox, also die beiden wollen sich die ganze Zeit gegeneinander klopfen und Icefox steht die ganze Zeit in Ultimate nochmal den Pool. Beide ignited, Stewie müsste aber noch Eckern, die hinterher, richtig schön, wahrscheinlich gerade noch den Cooldown gekriegt und dann einfach Icefox weggeböllert. Also Stewie hier mit einer richtig starken Performance auf Anivia, gerade in dem Matchup steht jetzt hier 3-0, hat sein Rod of Ages fertig, also sehr, sehr stark gespielt. Einfach nur outplayed den Icefox auf dem Vladimir und somit ja gönnen sich den Turm in der Mitte, während auf der Toplane hier auf Lulu engaged wird. Aber ja, sie kann sich da unterm Turm retten. Ups, das Series ist da auf jeden Fall safe. Hier nochmal die Sache oben auf der Bottom, wird auch nochmal gefightet. Links und rechts einfach hier. Und ja, Thorax ist der Erste, der stirbt. Ja, wieder hier gesniped mit der Artillerie. Jetzt Alpha Dave kriegt zwar den Exhaust ab, aber der ist nur zum Slowdown-Schaden. Brauche eh nicht. Er muss jetzt hier einfach den CC verteilen. Fast nochmal die Q auf Boosted Baby getroffen. Das wäre dann wahrscheinlich auch der Folgekill gewesen. Und Phytak kann hier mit dem Baum gegen Liam Noah pushen. Und das spielt er sehr, sehr gut. Also die Picks lohnen sich auf jeden Fall. Und auch, dass man jetzt Alpha Dave dann in den Jungle geschickt hat, um Schaden auf der Toplane zu lassen. Das hat sich sehr, sehr gelohnt. Und da merkt man, Phytak auf Maokai, haben wir ja vorhin schon gehört. Das ist ein Biest und das spielt er sehr, sehr gut. Hier im Split-Push gegen die Poppy und Toplane wird jetzt T2 bedroht und auch geholt. Also es geht sehr, sehr schnell, während Icefox eben move. Liam Noah jetzt mit der E auf Phytak, also kriegt nochmal Schaden raus. Toplane zieht sich zurück, also ja, also wie gesagt, Darmstadt City hier ist super stark mit 8000 Gold im Vorteil in der 17. Minute. Das ist eine Hausnummer. Und sie haben die Skating kommen, ne? Also eigentlich ja. Sollten sie nicht diejenigen sein, die ja den ganzen Early Lead haben, aber sie haben es halt.
Und dementsprechend ja, sind halt wirklich alle Karten offen. Sie können sich ja sogar noch echt einige Fehler erlauben. Und trotzdem sind sie so wunderbar halt immer noch dann in-game drinne, weil dann einfach Busted Baby so weit hinten ist. Ne? Also bis er auf Graves irgendwie Schaden macht, das dauert noch hunderte von Jahren bis dahin. Ja, er kommt niemals hinterher. Das wird noch so eine lange Zeit dauern. Und auch Liam Nola gar nicht mal so tanky. Da kann auf jeden Fall demnächst auch X-Bunny gerade mit dem Blade jetzt hier ordentlich durchbrettern. Und ja, da fragt man sich ein bisschen, was hat es mit dem Tristana-Pick auf sich? Also die Idee, ja, ist gut, natürlich mit Tristana auf der Lane gerade. Du kannst halt wirklich, wenn du reingehst, dann halt full engage auf den Kog'Maw. Und das ist halt eigentlich genau das, was man gegen Kog'Maw machen will. Man möchte, wenn wirklich alle Karten, alles auf eine Karte setzen, auf den full engage. Hauptsache, der Kog'Maw ist dann down. Aber sie haben es nie wirklich durchgezogen. Und dementsprechend, ja, wird halt einfach dann knallhart dieser Tristana-Pick hier gepunished. Ja, also wie gesagt, guck mal, eben der Schaden immens, der geht jetzt dann auch aufs Rageblade, so wie das Ganze aussieht. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut, dass er hier auch, Mercs gegangen ist. Also ist eine defensive Variante, aber gerade als Hypercarry, um weniger CC zu kriegen. Und jetzt Leonor hier auf Stewie, hat nochmal richtig viel Schaden ausbekommen. Boots Baby ist auch da. Hoopsa Series mit der Ultimate auf Stewie. Ice Fox steht an Bunny dran. Redemption trifft nicht, ja, trifft gut. Stewie ist trotzdem nochmal rausgeflasht aus der ganzen Situation. Leonor jetzt wieder in der Frontline, aber Phytax steht auch da, der hat die Ultimate an. Guckt, ob man Thorax kriegt mit dem Flashbang, der Schaden ist halt immens. Und Kog'Maw mit dem nächsten Kill, Leonor wird ja auch noch weggeschreddert. Der Onnit-Effekt, Kog'Maw regelt den Konflikt. Einfach schönes Teamplay, Kog'Maw steht hinten und kann Schaden machen. Das funktioniert doch gar nicht und dann kann man jetzt auch den Drake machen. Da kann man auf jeden Fall sich das nächste Objective nehmen und ja, also bis jetzt sieht halt einfach Kid SC ziemlich chancenlos aus. Also wirklich, sie können einfach nicht gegen diesen Kog'Maw machen und damit hätte man, glaube ich, rechnen müssen. Gerade wenn man halt ja am Ende dann Caitlyn band und wo man, ja, Caitlyn selber halt davor in dem Game davor hatte. Natürlich ist es ein bisschen, die Mindcamps sind da drin, aber damit ist halt einfach Lulu offen und ja. Allein Kog'Maw ist ja jetzt nicht, es ist halt einfach die Kombination von diesen beiden Charakteren und ich denke, einen davon hätte man auf jeden Fall rausnehmen können, haben sich dagegen entschieden und jetzt sieht man halt einfach die Konsequenzen. Hat eine Idee mit dem Tristana, das hat nicht ganz funktioniert und jetzt müssen sie sich erstmal was anderes überlegen, aber dazu kommt es halt wirklich nicht. Also bevor sie hier sich irgendwie erstmal die Items machen können, bevor sie irgendwie durcharbeiten können, wie sie vorgehen gegen diese Team-Comp, da hat einfach die City Game schon längst engaged und hat sie halt einfach da an der richtigen Stelle erwischt mit dem Teleport jedes Mal nach von Phytak von der Seite. Hält einfach die richtigen Leute fest, die finden die richtigen Engages. Auch jedes Mal die Wall noch von Stewie sehr schön gesetzt und damit ja gehen sie einfach von Turm zu Turm. Der jetzt hier auch noch auf Leandris geht, also der hat schon mal die Maske. Wir haben Noah jetzt out of position, Phytak kriegt den CC raus, wieder die Wall von Stewie. Super, super gute Synergie zwischen den ganzen Champions und man kann sich Liam Noah abholen und das ist sehr, sehr huge jetzt hier in dem Fall für Darmstadt City, die ja eh schon 11k voraus sind im Gold und Phytak kann da vorne stehen in der Frontline. Der engage jetzt hier auf Boosted Baby, die Q hat gesessen, der Folge CC trifft, Daisy ist jetzt auch da, die Wall vielleicht ein bisschen spät gesetzt, aber das ist gar kein Problem, denn man ist so super tanky, hat Daisy noch daneben stehen, also da ist eigentlich gar kein Problem. Mit der nächsten Wave wird dann auch der Inhibitor-Turm bedroht und da werden wir sehen, wie man darauf reagiert. Man reagiert gar nicht, den muss man fallen lassen, das haben sie erkannt und den lässt man in dem Fall dann auch fallen. 21 Minuten und schon ist der erste Inhibitor-Turm down hier für DCT Gaming und damit auf jeden Fall schon der erste Grundbaustein gelegt, um so langsam Richtung Baron zu gehen. Können jetzt hier echt gut die Vision aufbauen, weil die oberen Türme sind ja auch schon alle down. Es wirklich stehen halt nur noch die Inhibitor-Türme und da fehlt halt echt nicht mehr viel. Und es ist einfach die Sache, wirklich immer noch. Boosted Baby, schau dir seine Items an. Der Junge ist sowas von weit entfernt vom Schaden. Auch die anderen, Liam Noah, gerade mal Spirit Visage fertig. Da ist auch wirklich, da fehlt noch sowas von viel Tankiness, um irgendwie gegen Kog'Maw länger als 3 Sekunden zu überleben. Ja, auch Ice Fox hat natürlich jetzt direkt gesehen, okay, läuft jetzt nicht ganz so gut für ihn, hat sich hier direkt mit dem Hextech Protobelt, ist einfach ein super Item allgemein, aber ist natürlich auch ja, sehr kosteneffizient, ne, kostet nicht so viel, gibt dir halt sehr viel. Er könnte vielleicht für einen Pick sorgen, gerade mit seiner ganzen Combo, mit seiner Ultimate zusammen, aber da ist halt einfach, die ganzen Schilde sind einfach im Weg von DCT Gaming, deshalb wird es da auch ziemlich, ziemlich schwierig und von daher, ja, sie brauchen jetzt das, was DCT Gaming das letzte Game gebraucht hat, und zwar einfach Zeit zum Scalen.
Genau so. Sieht's aus und es ist einfach so supportive, wir sehen's. Man hat auf Ivan hat man Athens, man hat die Redemption, Lulu hat jetzt schon den Ardent Sensor und auf Korkmaw jetzt ist Rageblade fertig, das ist huge, das ist super huge. Dann zusätzlich zu dem ganzen supportive Items und generell Champs, die Schilde haben, hat man noch die Maokai Ultimate, also da irgendwas zu machen wird super schwer, das irgendwie in die Richtung für Kid SC zu drücken, das wird eine richtig schwierige Nummer. Und gerade mit Graves, wir sehen es, er hat sich die Phage gebaut und den Kristall dazu. Also es wird ein Black Cleaver. Ist ein sehr, schwieriger Bild, wenn man sehr behind ist. Aber gut, was will man machen? Black Cleaver ist jetzt gerade noch relativ günstig, aber da noch irgendwie zurückzukommen, ist halt einfach super, super schwierig. Super, super schwierig, indeed. Und jetzt auch gerade Isolus Soul wird ja einfach so gecatcht. Ich muss auch nochmal zur Seite dashen. Und hier, X-Bunny als AD Carry flasht einfach nach vorne und die Leute rennen immer noch von ihm weg. Da sieht man einfach, wie weit der Heads sie sind. Nimmt sich hier den Kill mit. Und damit, ja, können sie auf jeden Fall den nächsten Turm angehen, können den Baron angehen, können wirklich alles machen, was sie wollen. Stuhl mit in die Knight, nimmt sogar Icebox im Pool raus. Und damit, ja, fällt auf jeden Fall gleich der nächste Limitor. Wie weit sie einfach nach vorne moven und, ja, gibt es sie keine Chance hat und einfach nur wegrennen muss, wirklich. Man sieht da einfach, wie viel Respekt wir wirklich haben. Und ja, damit der erste Limitor jetzt hier für DCD Gaming. Also da muss man wirklich sagen, entweder jeder ist hier gerade mit seinem Comfort-Pick unterwegs oder die Comp ist einfach zu stark. Ich würde beides tippen, Stewie hier super, super stark auf Anivia. Also gefällt mir sehr, sehr viel besser als auf der Syndra davor, auch wenn er schöne Picks hatte. Aber ich glaube, Anivia ist da doch eher sein Champion, genauso wie X-Bunny auf Korkmaw einfach super stark und Phytak Toplane funktioniert definitiv besser wie vorhin im Jungle und der Baron schmilzt einfach dahin, gar kein Problem mit dem Team und den kann man sich hier locker flockig sicher nochmal back shoppen gehen und dann geht's weiter an Siegen. Dann geht's wirklich weiter und auch einfach Richtung Base, da fehlt echt nicht mehr viel, dass sie da hier die nächsten Limitoren angehen können und da ist ein bisschen wieder das Problem von Vladimir. Er hat jetzt nicht den besten Wave Clear, um halt auch gegen diesen Push klarzukommen. Gegen diese Range von Kochmar, der von 10 Kilometer irgendwo den Turm einfach mal beschießt. Richtig. Und ja, kommt direkt hier in den Gate. Phytak jetzt auf Boosted Baby, der versucht immer rauszukommen, aber das langt alles nicht. Hier ist Stewie mit super viel Schaden, genauso wie der Kochmar. Liam Noah wird auch einfach weggeschreddert. Die Ornette-Effekte sind zu stark mit Adrenalin. Nächsten Kill abgeholt. Icefox versucht es hier nochmal mit dem Pool rauszukommen. Thorax ist 3-Mann Ultimate. Aber gar kein Stress hier von Lulu. Fliegt einfach noch die Auto-Hit-Verstärkung hinterher. Und auch Tristana platzt hier einfach bloß am Korkmaw. Und Icefox ist der Einzige, der noch am Leben ist. Der ist Last Man Standing. Und das wird er nicht mehr verteidigen können. Erster Nexus Tower Down. Zweiter Nexus Tower Down. Noch der TP hier auf dem Minion. Und das soll es dann auch gewesen sein. X-Bunny hier mit einer super Performance, gerade auf Stewie und Alpha Dave. Hier hat alles richtig, richtig schön harmoniert und da zieht Darmstadt City. Die Darmstadt Gaming Stars haben sich den Sieg auf jeden Fall verdient. Ja, auf jeden Fall. Und damit ziehen sie gleich 1:1 steht es hier. GG an dieser Stelle. Es ist ein Best of Two, deshalb ja. Ja, bleibt auch dabei und ja, es war auf jeden Fall ein super cleanes Game von Darmstadt. Also super runtergespielt, wussten ganz genau, wie sie vorgehen müssen mit ihrer Comp und haben es halt auch einfach, ja, auch einfach die Fehler von der anderen Seite gut ausgenutzt. Ne? Also genau gesehen, dass da einfach Baby auf seinem Graves ein bisschen zu weit nach vorne gegangen ist im Jungle, so weit gechased hat und das dann natürlich dann auch gnadenlos ausgenutzt hier von Alpha Dave. Auch einfach mal, ne, zwischen den Games einfach mal die Position gewechselt. Ich meine, Fütter klar, auf Marke, willst du den lieber auf der Top-Lane haben? Hat der, glaube ich, da auch mehr Erfahrung mit. Und ja, dass halt einfach Alpha Dave, sage ich mal, so reinspringen kann auf Ivan, der auch ein etwas besonderer Champion ist im Jungle, nicht so standardmäßig zu spielen ist und einfach trotzdem fungiert das wunderbar. Sie wissen ganz genau, wie sie vorgehen müssen. Und ja, damit auf jeden Fall, ja, einfach ein verdienter Sieg. Ja, definitiv an der Stelle. Also das war halt einfach Teamwork vom Allerfeinsten hier an der Stelle. Ich muss bloß gerade mal hier ein kleines technisches Problem beheben. Wir müssen dann noch ein bisschen nebenbei natürlich noch alles auf die Kette kriegen mit dem Skype und alles. Ihr wisst ja, ihr möchtet natürlich auch unsere schönen Gesichter sehen. Aber was ihr auf jeden Fall gleich noch zu sehen bekommt, ist natürlich, es war nicht das letzte Game, sondern wir kriegen auch gleich Koala Gaming Bielefeld gegen TI Agentenclub Aachen.
ja, den Namen werdet ihr gleich sehen, der ist ein bisschen besonders. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, wie die sich schlagen werden, Quanta Gaming in der neuen Season, wie das da abläuft. Und auch gerade Aachen mit dem neuen Namen, wie das da dann vonstatten geht. Und da haben wir auch den lieben Nils wieder. Und dementsprechend, ja, ich würde auch sagen, ist das Timing gerade richtig. Außer du hast noch was zu sagen zu dem Game. Ansonsten würde ich sagen, ja, gehen wir gleich in die Pause. Generell nichts mehr viel weiter, außer herzlichen Glückwunsch da an Darmstadt. Ihr habt sehr, sehr gut performt.